Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu den digitalen Hausbesuchen hier bei Play 21. Mein Name ist Andreas Hedrich, ich gehöre zum Team des Festivals. Ihr seid hier beim Creative Gaming Festival bei der 14. Ausgabe und am vierten Tag des diesjährigen Festivals. Online im Play Valley laufen alle Veranstaltungsteile zusammen. Ihr erreicht diese Plattform über unsere Webseite playfestival.de. Hier findet ihr auch das gesamte Programm. Hier könnt ihr auch den YouTube-Livestream aufrufen. Also alles auf playfestival.de. Im Moment, also jetzt, in diesem Moment, finden hier in Hamburg drei Workshops in Hamburger Schulen statt. Und diese Schulen sind nicht nur in den Workshops beteiligt, sondern die schalten sich nachher auch in die verschiedenen Programmbestandteile ein und auch jetzt gerade sind sie dabei bei den digitalen Hausbesuchen. Und vorab nochmal der Hinweis an euch, die ihr jetzt gerade in den Schulen sitzt, ihr könnt Fragen stellen. Das könnt ihr machen, indem ihr im YouTube-Chat diese Frage formuliert oder wenn ihr im Play Valley zuguckt, dann geht ihr an der Bühne zu dem Mikrofon auf der rechten Seite und könnt da reinsprechen. Und Heiko, der die Chatmoderation macht, wird diese Fragen dann an mich weitergeben. Genau, und hier noch ein Hinweis auf Englisch mit meinem gebrochenen, schlechten Schulenglisch, was schon sehr lange zurückliegt. For our English-speaking guests, please follow the link to our sometimes very funny live translation of the program. Here, you see the link here down. Look at the screen in the left corner. Go to the link and enter the room code. And then you can read everything we tell you in English. So, digitaler Hausbesuch, was ist das eigentlich? Bei Play besuchen wir schon immer Menschen und Firmen, die mit oder rund um Games arbeiten, meist kreative Berufe. Und wir sind in den letzten Jahren immer mit kleinen Gruppen von BesucherInnen zu diesen Firmen, zu den Leuten hingefahren, haben uns dahingestellt, zugeguckt, was da eigentlich passiert. Das geht im letzten Jahr nicht, das geht in diesem Jahr nicht. Und eigentlich ist es eine schöne Erweiterung der Möglichkeiten, Menschen zu besuchen. Wir gucken also, wie arbeiten Menschen in verschiedenen Berufen, was treibt sie eigentlich an und welche kreativen Gestaltungsmöglichkeiten haben sie eigentlich. Und heute sind wir zu Gast. Ich habe jetzt leider den falschen Fuchs rausgesucht, aber er ist zumindest ein Fuchs. Ihr seht es hier. Ein Fuchs. Genau, richtig. Wir sind nämlich heute zu Gast bei der fabelhaften Farbenfuchs. Danke, Leslie, dass du uns eingeladen hast, dich zu besuchen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung auch und einen wunderschönen guten Morgen. Leslie, du hast krasse Wochen hinter dir, dazu kommen wir später. Du bist Cosplayerin, Streamerin, hast einen Bachelorabschluss in Psychologie auf Lehramt und wenn ich es richtig Normal, ganz normal. Ach, ganz normal, okay. Ein Bachelorabschluss in Psychologie und wenn ich es richtig gesehen habe, bist du ja auch leidenschaftliche Motorradfahrerin. So, jetzt klingelt die 70-jährige Nachbarin von dir und fragt, sagen Sie mal, junge Frau, welchen Beruf üben Sie eigentlich aus? Was sagst denn du dann? Also heutzutage, tatsächlich habe ich diese Nachbarn und heutzutage kann ich zum Beispiel sagen, dass ich halt viel nähe und teilweise auch Aufgaben oder Jobs habe für irgendwelche Firmen, in denen ich halt Sachen nähe. Damit können sie meistens so ein bisschen was anfangen. Ich glaube so, also ganz wahrscheinlich nicht. Aber auch der Begriff Homeoffice ist natürlich in den letzten 2 Jahren eigentlich überall angekommen, sodass es halt natürlich normaler ist, viel von zu Hause zu machen. Weil ich glaube, sie haben sich oft gewundert, warum ich irgendwie oft zu Hause bin, aber dann auch wieder tagelang verschwinde, wenn dann irgendwelche Events stattfinden. Ich glaube, ja, schwierig. Schwierig zu erklären tatsächlich, wenn man jetzt nicht ins Detail gehen möchte. Das ist ja sowieso immer. Wie ist es bei deinen Eltern? Was sagst du da? Wie verstehen die das? Also mein Papa, der fragt oder hat auch letzte Woche gefragt, wann hörst du denn damit auf? Oder wie lange geht das denn noch so? Jetzt hast du schon wieder ein Kostüm gemacht, aber dann fährt er auch zum Hornbach und holt mir das nächste Teil, wenn ich unbedingt was brauche. Also am Ende steht er hinter einem, auch wenn er es natürlich nicht immer nachvollziehen kann. Bei meiner Mom, die ist quasi so die Cheerleaderin im Hintergrund, die sagt immer so, alles cool, was du machst, finde ich total toll. Genau, also auch wenn zum Beispiel nicht in allen Punkten das Verständnis da ist, wie bei meinem Papa, versucht er aber trotzdem das zu akzeptieren und zu respektieren, was ich im Leben mag, weil wir haben da einige Gemeinsamkeiten, wie das Motorradfahren, aber eben auch ein paar Unterschiede, zum Beispiel, nein, meine Tochter soll nicht Motorrad fahren oder oh nein, meine Tochter soll was Vernünftiges machen. Also dieser Gedanke spielt natürlich immer noch mit. Gut, das ist ja elternspezifisch auch ein bisschen so wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Wie ist denn das, wenn du
beschreiben würdest, was Cosplay eigentlich ist. Das ist ja sehr vielfältig. Gibt es verschiedene Cosplay-Schulen oder wie würdest du jemandem Cosplay an und für sich erklären? Der übliche Anfangssatz ist ja eigentlich, es besteht aus den Worten Costume, Kostüm und Play wie Spielen. Und Kostümspiel erklärt es aber noch nicht ganz so gut, weil, naja, man kann sich jetzt natürlich vorstellen, dass man in diesen Charakter schlüpft. Einige vermuten auch, haben mir schon öfters gesagt, willst du dich dann flüchten in deine eigene Welt? Und das kann man natürlich immer zum Teil machen. Das kannst du auch zum Teil in Videospielen machen. Aber auf der anderen Seite ist es ein sehr schönes Hobby, ein sehr kreatives Hobby. Und gerade wenn man die Sachen auch selber macht, hier im Hintergrund sehen wir schon ein bisschen was, die Kamera macht es jetzt sehr unscharf, dann ist es halt echt cool, sich kreativ austoben zu können und sich Skills anzueignen. Ich meine, ich würde sonst niemals mit der Nähmaschine irgendwie eine gerade Naht hinkriegen können. Und auf einmal denke ich mir, ich möchte meinen Lieblingscharakter aus, ich glaube, früher war das auch so One Piece, Naruto, die Animes, die man so kennt, möchte ich nachmachen. Oder ich finde das so cool, wie einige so rumlaufen und das einfach machen. Die haben Bock drauf und die machen das. Ich will das auch machen. Und dann fängst du an und überlegst, was du tun kannst. Heutzutage gibt es sehr viele YouTube-Tutorials von sehr vielen Menschen, nicht mir, aber vielen anderen coolen Cosplayern. Und das hilft auch schon wahnsinnig weiter. Es gibt ja so eine Szene. Gibt es denn eine Szene, zu der du dich sozusagen zugehörig fühlst? Also trennt man das auch voneinander oder sind alle CosplayerInnen eine große Gemeinschaft? Das hast du, glaube ich, in jedem einzelnen Bereich im Leben, dass du nicht so ganz eine Gemeinschaft hast, weil es gibt immer Leute, die können sich untereinander nicht ganz so gut verstehen oder so, die mögen sich vielleicht nicht. Es gibt immer Leute, die harmonieren sehr gut und es bilden sich sehr viele tolle Freundeskreise darüber, gerade wenn du dann in einem Bereich bist, in dem du dich wirklich wohlfühlst. Also man kann schon wahrscheinlich erahnen, dass ich in der Schule auch manchmal angeeckt bin mit diesen Hobbys, weil natürlich nicht jeder das cool findet. Aber dann finde ich durch dieses Hobby gemeinsame Freunde, weil wir ja auf einer gemeinsamen Basis sind. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den sollte man sich vor Augen halten. Schule ist auch nicht alles. Es gibt gerade heutzutage so viele Möglichkeiten, über andere Wege Leute kennenzulernen. Manchmal muss man sich das erstmal vor Augen führen. Es gibt so viele andere tolle Menschen, die einfach das Gleiche wollen und die gleichen Interessen haben wie du. Und die findet man vielleicht nicht direkt vor der Nase, aber wenn man sich dann so ein bisschen auf die Suche begibt und in die Kreise quasi, das klingt falsch, aber so ungefähr in Ja. die Richtung sich bewegt, die man selber gerne mag, dann findet man auch meistens die Leute, die dann mit einem gut harmonieren. Ja, Ja. das ist ja tatsächlich auch ein wichtiger Teil von unseren digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, tatsächlich Leute auch weltweit zu finden oder in der näheren Umgebung, die so ein Special Interest, sage ich jetzt mal, haben. Aber wenn du das schon ansprichst, so Schulzeit, das heißt, es war schon auch immer deine Leidenschaft, in andere Rollen zu schlüpfen oder in andere Kostüme zu schlüpfen. Was würdest du eher sagen? Gibt es da so ein Bild von dir, Faschingsparty, keine Ahnung, 2001, da war ich so und so? Da war ich sehr klein. Nee, da hatte ich, glaube ich, so die typischen Kostüme, die meine Mama mir irgendwie gegeben hat. Ich glaube, 6. Klasse, da meinte ich zu meiner Oma, ich möchte ein Phönix sein. Das war schon ein bisschen komisch, aber sie ist so, ja, okay. Und dann haben wir irgendwie einfach so ein Pullover genommen, aber haben so ganz viele Stoffstreifen ausgeschnitten in so einer Federform quasi. Das war einfach wie so ein ganz, ganz schlicht. Wir haben aber an diesem Pulli ganz viele von diesen Federn quasi dran gemacht. Da habe ich noch so einen Stock genommen, der das so erweitert, dass man so quasi Flügel hat. Ich dachte, ich bin bescheuert in der Schule dann. Aber ich fand es so cool, weil ich unbedingt dieses Kostüm haben wollte und alle anderen waren halt dann, naja, gut, der coolste war, glaube ich, so eine Mülltonne. Das war legit ein richtig cooles Kostüm. Ich glaube, das war so an Sesamstraße angelehnt, aber der Rest war halt meistens das, was man so kennt. Also in dem Sinne war schon immer diese Kreativität da und auch. Für mich war es dann normal, dass ich das cool fand, was andere aber komisch fanden. Naja. Und das hast du auch gut ausgehalten wahrscheinlich, ne? Das hat dir ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Kraft letztendlich gegeben. In dem Moment vielleicht nicht, oder? Nee, also bis heute muss ich sagen, eher nicht. Und es ist schade, dass Leute einen nicht akzeptieren, wie man ist, weil ich wollte halt unbedingt immer Anschluss finden in der Schule, aber habe es natürlich nicht so ganz hinbekommen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das ist halt etwas, was sich dein Leben lang so teilweise mitnehmen kann. Also in anderen Punkten wahrscheinlich noch wahnsinnig viel schlimmer als bei mir, aber ich war trotzdem so mal ein bisschen der Außenseiter oder ausgegrenzt, weil die haben mich manchmal akzeptiert, manchmal aber auch nicht, manchmal waren sie hinter meinem Rücken nicht so nett. Und Jahre später habe ich erst rausgefunden, was sie so gesagt haben. Und Kinder können verletzend sein, Jugendliche können verletzend sein. Und wenn man so sein möchte, okay, aber
man weiß teilweise in dem Alter gar nicht, was man damit auch langfristig quasi erreicht oder veranstaltet oder mit, Ausrichten, ja. ja, sorry, was man damit ausrichten kann auch. Jetzt gibt es ja so eine krasse Verbindung bei dir zwischen Cosplay und Gaming. Das war, glaube ich, nicht immer so. Also ja, war schon immer so, aber jetzt bist du ja auch noch Streamerin gleichzeitig mit den Spielen, die du auch darstellst. Wie kam das? Genau, also beide Leidenschaften oder alle Leidenschaften waren ja schon immer so ein bisschen Teil von mir. Zum Glück hatte mein Papa mir damals schon einen PC hingespielt, dann konnten wir sowas wie Need for Speed spielen. Mega cool. Und ich konnte halt öfter schon an den PC, der war jetzt nicht so gut, ich konnte nicht alles spielen, gerade mit den Jahren, aber ich fand das immer total toll. Oder so ein Gameboy früher zu haben, ja, die alten Zeiten, dann später Nintendo DS. Fand ich wahnsinnig cool. Und in dem Sinne, dass das jetzt so alles miteinander zusammenhängt, rückblickend klingt das logisch, aber für mich, das zusammenzuführen, war nochmal ein ganz anderer Punkt, weil ich kam ja dann eher so aus dieser Anime-Szene, was Cosplay angeht, fand das immer total toll. Und dann kam erst 2014, mittlerweile ist es lange her, aber ich habe 2010 mit Cosplay in der Schule angefangen. Ja, und 2014 dann erst mit so Gaming-Cosplay 2015. Das heißt, für mich waren diese 4, 5 Jahre aber auch wahnsinnig lange, in denen ich das nicht gemacht habe. Und habe dann erst tatsächlich meine Liebe zu Gaming entwickelt durch Cosplays wie League of Legends oder Cosplayern, die aus League of Legends gecosplayt haben, um mal ein Spiel in den Raum zu werfen. Die fand ich nämlich wahnsinnig toll. Die sahen so toll aus. Da gab es dann eine Füchsin mit 9 Schwänzen, Ari. Die fand ich so cool und ich wollte wissen, was das ist und habe deswegen das Spiel angefangen, habe deswegen Cosplays aus dem Spiel auch dann gemacht, nachdem ich ungefähr verstanden habe, was es für ein Spiel ist, weil ich wollte es unbedingt kennenlernen. Und dann habe ich dadurch auch mit Stream zufällig angefangen, weil die Leute gefragt haben, ey, zockst du das selber? Kannst du das mal spielen? Weil ich hatte so 5000 Likes damals auf meiner Seite und die Leute wollten, glaube ich, trotzdem einfach wissen, was für Mensch steckt denn dahinter? Ich kenne mal die Fotos, vielleicht trifft man sie mal kurz auf einer Convention. Das war nicht wahnsinnig viel. Ich war dankbar darüber, dass überhaupt Leute mich nach 5 Jahren mal erkannt haben, weil ich das Hobby 5 Jahre nur für mich gemacht habe. Das ist also wirklich so ein Herzensding. Das ist nicht, dass ich schon immer was damit erreichen wollte. Ich habe es einfach nur gemacht, weil ich Bock darauf hatte und 4, 5 Jahre nichts damit erreicht. Also jetzt in diesem Fame, Social Media Ding, das gab es damals noch gar nicht so wirklich. Man hat sich halt gefreut, wenn man auf so einer Cosplay-internen Plattform so ein bisschen mal Anerkennung bekommen hat oder von den Cosplayern auf der Messe so, ey, sieht voll cool aus, das hat gereicht. Genau, und dann erst 2015 ging es eigentlich los mit dem Stream und allem anderen, was dazu gehört. Ja, und dann bist du ja quasi richtig entdeckt worden, oder? Oder wie muss man das, wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt so kleiner Junge bin, ich bin jetzt mal 12 und sag, ich will Streamer werden und Cosplayer. Das kann ich mir ja wahrscheinlich nicht vornehmen oder kann ich mir das vornehmen? Gibt es irgendwie einen Berufsweg, Cosplayer und Streamer zu werden? Naja, du kannst es ja einfach machen. So, also kannst ja einfach anfangen. Einfach anfangen klingt jetzt auch wieder so, ha, einfach, wie denn? Wie mache ich denn so ein Kostüm? Wie gesagt, schaut euch Tutorials an, wenn ihr erstmal einen Einblick bekommen wollt, wie sowas aufgebaut wird. Es ist immer noch schwer, das nachzumachen. Ja, meine ersten Cosplays sahen auch einfach komplett doof aus. Ne? Ich dachte, da ist ein Oberteil, so ein Kleid. Das heißt, ich schneide auch zweimal einfach diesen Stoff aus und nähe den aneinander. Naja, ich habe halt ein bisschen Taille und ein bisschen Hüfte. Und wenn ich die Taille dann auch enger nähe, dann habe ich hab dieses Kleid nicht mehr über meinen Kopf gezogen bekommen, weil ich das ja hier viel zu eng genäht habe. Also gar kein Plan davon. Aber schaut euch wirklich Tutorials an, schaut euch sowas an, holt euch vielleicht mal ein, zwei Schnittmuster. Gibt es auch ganz viel gratis im Internet, ansonsten mal ein paar Euro vielleicht oder als Buch wünschen zu Weihnachten, zum Geburtstag. Das hilft schon wahnsinnig viel weiter. Und deswegen, also man kann anfangen. So, wenn man das wirklich will, dann fängt man erstmal an und schaut überhaupt irgendwas, dass man überhaupt irgendwas macht. Man kann sich auch ein Cosplay kaufen. Beim Stream, theoretisch geht es mit dem Handy heutzutage. Ich glaube, mit 12 ist es noch ein bisschen schwierig, so von der Regelung her. Ich glaube, da müssen die Erwachsenen das zustimmen oder eure Eltern. Aber so generell, wenn man es wirklich möchte, kann man erstmal schauen, ob es was für einen ist und das erstmal machen. Die Sache ist, kann ich denn auch erwarten, damit groß zu werden? Und das ist natürlich der andere Punkt, weil du kannst es erstmal nicht erwarten.
Qualifikationen oder so Charaktereigenschaften, die super sind, sind, wenn du sehr extrovertiert bist und wenn es dir leicht fällt, auf andere zuzugehen, weil dann bist du vielleicht auch eher mal in der Lage zu connecten, Vitamin B, ne, andere Leute kennenzulernen. Das ist halt wahnsinnig wichtig, um erstmal ein Fundament zu bekommen, weil gerade am Beispiel Stream ist dieser Teich an Streamern, die natürlich erstmal ein paar Zuschauer haben, riesig und du musst erstmal schauen, wie komme ich denn da irgendwie raus oder wie kann ich denn mich da beweisen, wie kann ich mehr daraus machen und das ist halt immer so ein Ding. Das ist natürlich nicht immer so einfach. Für mich ist aus meiner Perspektive vielleicht, ach ja, die kann ja einfach erzählen, einfach zu sagen. Mein Fundament war ja tatsächlich, dass ich ein paar Jahre schon Cosplay gemacht habe und dadurch diese paar tausend Likes damals auf Facebook hatte. Oh Gott. Und da konnte ich dann immer ankündigen, ey Leute, ich streame jetzt. Und dann hätte ich halt direkt so ein paar Zuschauer, die das halt interessiert hat. Und so ist es cool, wenn du natürlich nicht alles auf eine Plattform legst, sondern natürlich auch schaust, dass du auf verschiedenen Plattformen was machst. Was heutzutage cool ist, ist TikTok. Da kannst du natürlich auch super viel irgendwie Leute erreichen. Da ist der Algorithmus noch super, hört man ja auch sehr oft das Wort. Und da kannst du natürlich auch erstmal so gucken, ob es die Leute interessiert, was du machst, weil auf dieser Plattform funktioniert es zum Beispiel besser als heutzutage auf Instagram. Aber das ist ja ganz spannend, weil du ja sagst, das war ja nicht dein Ziel. Du hast ja nicht angefangen, Ja. Cosplay zu machen, weil du gesagt hast, so, ah, damit werde ich mal mein Geld verdienen oder bekannt werden oder so, sondern das ist ja sozusagen, hat sich ja entwickelt. Und wenn ich das so raushöre, dann ist ja Cosplay und Streaming ist ja auch nicht nur Spaß, sondern da steckt ja auch viel Arbeit drin. Und gerade wenn sich das jetzt so, wenn du Aufträge bekommst, wenn du sozusagen in die auch gefragt wirst, bestimmte Figuren zu produzieren, dann ist das ja viel, viel Arbeit. Und vielleicht kannst du uns mal an dem aktuellen Beispiel zeigen oder erzählen, was da eigentlich alles so dazugehört. Denn vor wenigen Tagen bist du als Jinx aufgetreten, als die Hauptfigur von Arcane in League of Legends und das hat ja für Furore gesorgt, würde ich mal sagen. Wie ist das so von der Anfrage über das Bauen, Papa zum Baumarkt schicken und tagelang an dieser Figur bauen? Wie funktioniert das? Genau, also erstmal steckt da ja jahrelange Vorarbeit in dem Sinne drin, dass ich es halt auch schon immer gemacht habe und viel auch zum Beispiel aus League of Legends gemacht habe. Also das ist wirklich mein Lieblingsspiel oder meine Lieblingsfirma und es ist aber noch mal was anderes mit ganz viel Zufall und Glück verbunden, wenn du daraus was machen darfst. Ich hole das mal eben nach vorne. Sieht jetzt, Jetzt glaube ich, gar nicht so doch. spektakulär aus, aber hier sieht man so ein bisschen schon mal Jinx und im Hintergrund sind so die Waffen. Wir nehmen mal Fisch bei uns noch mit. Ja, die ist So, richtig super. genau. Und genau, das durfte ich auch erst gestern sagen. Da habe ich jetzt die letzten Wochen dran gearbeitet, weil sie mich angefragt haben. Die haben auch schon aus der Vergangenheit gesehen, was ich ungefähr mache. Also da ist natürlich auch immer quasi ein Portfolio gut. Wenn ihr irgendwas macht im Leben, ach, sei es malen, zeichnen oder so, ladet es hoch, macht irgendwas daraus, dass die Leute sehen, oh wow, cool. Das ist ja bei Fotografen nichts anderes. Wenn ich jetzt einen Fotografen, es ist egal, wie viele Follower ich habe, wenn mich irgendjemand fragt, kann ich Fotos von dir machen, dann möchte ich doch sehen, was machst du denn für Fotos? Ganz, ganz simples Beispiel. Und wenn da jemand dann nicht mal irgendwas vorweisen kann, dann bin ich so, oh Gott, ha, was macht er denn für Fotos? Kann ich mich mit dem treffen? Ist das so ein Fotograf so? Deswegen ist es natürlich immer gut, wenn man da so ein bisschen transparent ist. Also, genau. Und hier hatte ich jetzt tatsächlich nur 2,5 Wochen Zeit nach der finalen Zusage, ob das wirklich alles funktioniert und musste mich wirklich ranhalten. Vielleicht kennt ihr League of Legends, vielleicht kennt ihr Arcane. Das ist die neue Serie auf Netflix, die gestern rausgekommen ist. Und um das Ganze zu promoten, hat Riot mittlerweile auch öfters mal Cosplayer angefragt, um das Ganze eben auch nochmal auf dieser Cosplay-Ebene zu integrieren, was ich wahnsinnig schön finde, weil vor ein paar Jahren war es noch nicht ganz so etabliert oder groß, dass man Cosplayer halt auch wirklich fragt. Und das kommt jetzt immer mehr. Und deswegen auch nochmal ein kurzer Schwenker, dass ich das damals einfach so gemacht habe. Ja, vor 10 Jahren war Social Media ja auch noch nicht so wahnsinnig groß. Also wenn man jetzt zurückrechnet, 2010, 2011, klar gab es das schon, aber das hat ja kaum jemand so in dem Sinne gemacht. Da waren halt die krassen YouTuber. Und dann kam erst alles andere so die letzten Jahre und das wuchs wahnsinnig schnell. Und mittlerweile, wenn jemand anfängt, hat die Person dann wahrscheinlich auch eine viel höhere Erwartungshaltung oder denkt viel eher, boah, was kann ich denn damit machen? Kann ich denn damit auch Fame werden? Kann ich denn irgendwas erreichen? Als vielleicht damals, als ich angefangen habe, weil das war kein Gedanke. Genau. Und ja, also
Tatsächlich habe ich zum Beispiel das Oberteil gemacht, indem ich Frischhaltefolie um die Schneiderpuppe gelegt habe und dann alles mit Panzertape abgeklebt habe, damit das halt an der Frischhaltefolie klebt. Und dann habe ich mir ungefähr auf diesem Panzertape vorgezeichnet, wie das denn aussehen soll, denn die Schneiderpuppe ist ja schon mal ein relativ gutes Abbild von meinem eigenen Körper, mehr oder minder, sodass ich eine gute Referenz hatte, wie breit muss das denn hier alles sein. Also ich hatte wirklich das alles aus Panzertape quasi mehr als Schnittmuster gemacht. Ja, eine Hose, da kannst du auch zum Beispiel deine eigene Jogginghose oder Leggings oder so nehmen, falls du was Ähnliches zu Hause hast. Wenn du ein Kleid hast, kannst du auch ungefähr gucken, was hat denn das Kleid für ein Schnittmuster, wenn du das total toll findest und nachmachen möchtest. Das hat mir auch schon sehr oft geholfen, um erstmal die Idee zu bekommen, wie ich es machen möchte. Und das hier ist eigentlich komplett aus Foam. Eva-Foam heißt das, besser bekannt vielleicht als Moosgummi oder diese Sportmatten, diese Puzzlematten, die man auf dem Boden hat. Das ist alles so ein ähnliches Material und Eva-Foam ist halt quasi so ein bisschen das Hochwertigere, was man sich auf diesen ganzen Cosplay-Seiten kaufen kann. Und da habe ich dann quasi Rolle um Rolle oder Rohr um Rohr quasi hier so aneinander gemacht. Das sieht man hier, glaube ich, ganz schön. Das ist halt alles auf diesem einen quasi Rohr oder diesem runden, ja, Foam aufbaut. Und dann habe ich immer Schicht um Schicht drauf gemacht, bis es dann halt irgendwann so aussah. Das klingt jetzt, glaube ich, einfacher als es war, weil ich saß wirklich tagelang dran, saß auf diesem Boden, habe alles ausgebreitet, war die ganze Zeit so, oh shit, oh shit, oh shit, wie mache ich das? Ja, und es hat aber sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten eine Sache noch. Dann lasse ich dich auch wieder reden. Genau. Ich habe mir nämlich das Ganze schon mal hier so ausgedruckt. Das hat mir super gut geholfen. Ich habe quasi alles nachgezeichnet von der Vorlage, die ich hatte. Das sieht man jetzt, glaube ich, leider nicht so gut. Das ist schon sehr zerschnibbelt jetzt. Und dann habe ich ungefähr die Vorlage in der Größe gehabt und konnte mir schon mal, ja, ich konnte die ganze Zeit schauen, ach, wie breit muss denn dieser Streifen hier sein und so. Das hat wahnsinnig geholfen, dass ich noch mal in dieser Originalgröße auszudrucken. Aber das ist genau das, was ich auch nochmal gefragt hätte, wie du sozusagen aus der digitalen Vorlage, hier hattest du jetzt ja vielleicht nochmal andere Möglichkeiten oder andere Bilder, aber wenn du an andere Kostüme auch denkst, dann hattest du sozusagen die digitale Vorlage, wie hast du die quasi in die analoge Welt übertragen? Genau, wie machst du denn so ein Schnittmuster, nur indem du es dir anguckst oder druckst du das aus, ziehst es groß? Was sind da so die Schritte? Genau, also bei den Kleidungsstücken ist es wirklich oft, dass ich mit der Kleiderpuppe arbeite oder mit Sachen, Kleidung, die ich zu Hause habe, die vielleicht irgendwie ähnlich sind und auf denen ich aufbauen kann, die ich abändern kann. Und bei den Waffen war es jetzt wirklich so, ich habe mich bei Illustrator hingesetzt oder Photoshop und habe erstmal, also bei Photoshop kannst du ja zum Beispiel die Größen messen. Also bitte ein bisschen Mathematik. Du hast dann zum Beispiel diese Figur. Und du weißt, ich bin ungefähr jetzt 1,69, da mit Schuhen vielleicht 1,72, 1,73 groß. Und dann habe ich quasi diese Figur so skaliert und habe dann geschaut, wie groß ist denn die Waffe im Vergleich dazu. Also wer ein bisschen in Mathe aufpasst, kann dann aber, glaube ich, ungefähr dann abschätzen, ne? Weil auch auf der Vorlage sieht man ja eine Waffe und die kann man sich dann so ein bisschen mit Photoshop, kann man sie sich ja von der Größe her quasi so daneben legen und dann gucken, wie viel Zentimeter sind das denn jetzt von der Gesamtgröße der Figur. Und genau, die Waffe an sich habe ich mit Illustrator nachgezeichnet, aber theoretisch geht das natürlich auch mit anderen Programmen. Und dann kannst du das so skalieren, dass es halt auf die Größe ausgedruckt wird, die du halt vorberechnet hast. Ja, dafür ist Mathe dann gut. Also doch, Schule zwar nicht, um in Cosplay groß zu werden, weil alle einen doch ein bisschen komisch angucken, aber für Mathe war es dann doch hilfreich. Ich hoffe, dass es heutzutage ein bisschen normaler Ich ist. Ich glaube weiß auch. es nicht. Aber gerade Gaming ist ja normaler geworden. Also in meiner Zeit, klar, gab es da so ein paar coole, die haben dann schon WoW gespielt und so. Und eigentlich war Gaming ganz cool in dieser Clique, aber es war gar nicht so allgemein gültig oder allgemein, ja, es gab es irgendwie auch noch nicht so, dass es so einen großen Wert hatte wie jetzt heutzutage. Und das finde ich wahnsinnig cool. Wir hatten auch vor dem Talk so ein bisschen über Gaming geredet und auch Gaming an Schulen. Und was zum Beispiel Studien gezeigt haben, sag mir, wenn ich falsch liege, ist, dass du eine höhere Aufmerksamkeitsspanne durch das Zocken erreichen kannst. Dass Leute, die sich nicht konzentrieren können oder auch durch ADHS,
Probleme haben, sich viel zu fokussieren. Wenn die auf einmal ein Spiel spielen, schaffen sie es unter anderem länger, wirklich bei der Sache zu bleiben, weil sie so in diesem Spiel versinken. Das heißt, es kann teilweise eine tolle Methode sein, um seine Aufmerksamkeit ein bisschen zu trainieren. Fand ich auch wahnsinnig spannend, weil vor 10 Jahren hätte jeder gesagt, Socken, Gaming, nee. Nee, oder auch die Möglichkeit sozusagen, die Inhalte, die ich lerne oder lernen muss, in so eine Gaming-Welt auch zu übertragen und zu überlegen, wie würde das da aussehen und so. Auch das ist ja sehr hilfreich. Apropos Schule, es sind drei Fragen mittlerweile aus der Schule eingegangen, die mich hier erreicht haben. Die eine hast du schon so ein bisschen beantwortet. Ich stelle sie mal alle gleichzeitig, weil sie sehr ineinander übergehen. Die erste ist, wie kann ich Cosplay machen, wenn ich nicht so viel Geld habe? Dazu hast du ja vorhin auch schon ein bisschen was gesagt und nicht so viel Geld ausgeben kann oder will und auch keine Nähmaschine habe. Übrigens Nähmaschinen für alle Hamburgerinnen und ich weiß, dass diese Frage aus dem Gymnasium Lerchenfeld gerade kam. Man kann sich Nähmaschinen in der Zentralbibliothek ausleihen, Du, das inklusive ist cool. Anleitung. Also da gibt es Möglichkeiten, aber dazu, wenn du dazu gleich nochmal was sagen magst und wie lange brauchst du für ein komplettes Kostüm? Also hier, wir wissen, für das eben hast du nur 2,5 Wochen Zeit gehabt. Aber das Ja, scheint aber nicht wirklich normal zu Tag und sein. Nacht, wirklich, du sitzt dann nur da und fokussierst dich drauf. Das war dann in den Ferien, am Wochenende, in den Semesterferien hast du ja manchmal auch ein bisschen Zeit. Oder jetzt dadurch, dass ich das machen konnte, nochmal auf einer anderen Basis, ja. Aber alle Freizeit hat man da rein investiert dann wirklich. Und die letzte Frage ist, gibt es kleine Hacks, damit ein Cosplay-Kostüm echter aussieht? Eben an der Waffe konnte man ja schon sehen, dass also je näher man daran geht, umso mehr sieht man natürlich auch irgendwann, dass es selbst gebaut ist, sozusagen, also dass es selbst erstellt ist. Das hat natürlich auch wahrscheinlich was damit zu tun, wo und wie man es präsentiert am Ende, ne? Also was man eigentlich auch sieht, wie es gefilmt oder fotografiert wird, etc. Ja, Also erstmal die Geldfrage. Geldfrage, Zeit und kleine Hacks. Okay, also Geldfrage, es kommt darauf an, was jetzt das Budget ist. Du hast ja gesagt, man kann sich sogar Nähmaschinen ausleihen. Meine erste hatte auch nur 50 bis 100 € gekostet bei Real oder so. Die war dann reduziert, irgendeine günstige hat gereicht. Wäre schon geil, wenn man sich das dann mit der Zeit aneignen kann oder vielleicht wünschen kann. Stoff ist aber auch so ein Ding. Stoff kann wahnsinnig teuer sein und das selber machen kann wahnsinnig teuer sein. Ich weiß jetzt wirklich nicht, welche Preisspanne gemeint ist, aber sich eins kaufen ist meistens günstiger. Wenn es zum Beispiel so Sachen sind wie Genshin Impact, um mal ein anderes Spiel in den Raum zu werfen, davon gibt es wahnsinnig viele Kostüme. Und ich wette, bei den ganzen Details, die haben, sind die immer noch günstiger zu kaufen, als wenn man sie selber macht durch die Massenproduktion. Ansonsten kommt viel auf die Stoffwahl an, ob man was Gebrauchtes bekommt, ob man anderen Cosplayern was abkaufen kann, ob man vielleicht sogar sich von der Mama oder der Oma oder so Hilfe holen kann am Anfang. Das kommt wirklich immer drauf an. Oder mach erstmal ein einfacheres Kostüm und schau, ob es dir Spaß macht. Also je nach Alter, ist jetzt natürlich so ein Ding, gibt es auch so Kofi-Seiten. Da kann man dann irgendwie sagen, hey, ich bin Cosplayer oder so. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Das ist nichts Schlimmes. Kofi ist eher das ist auch so eine Art Tool, das nehmen sehr viele Cosplayer, weil du da so einen Kaffee quasi spenden kannst, irgendwie so 3 € kannst du zum Beispiel dem Cosplayer dann geben und du musst den auch nicht zurückgeben. Das ist einfach nur, wenn du schon cosplayst, dann ist das eine Möglichkeit zu sagen, hey, wenn ihr das supporten wollt oder mein neues Cosplay supporten wollt, aber es ist, glaube ich, eher dann für die ältere Generation, die dann halt auch da finanziell was machen dürfen. Wir reden nicht von anderen Sachen, falls ihr da was gehört habt, aber so kleine Sachen wie Kofi ist auch eine gute Art heutzutage. Aber wie gesagt, dazu muss man, glaube ich, erstmal angefangen haben. Ansonsten sich das wünschen wirklich. Also ich habe auch mein ganzes Geld da reingesteckt am Anfang. Ich war in der Schule, hatte einen Nebenjob noch, Nachhilfe für die jüngeren Klassen und habe dann das Geld genommen und alles in Cosplay gesteckt. Ich hatte nichts zum Sparen, weil ich dann die restlichen Euros für Zugtickets ausgegeben habe. Ja, und zweite Frage, also eigentlich das mit der Zeit haben wir schon geklärt. Das kriege ich in 2 Wochen hin, wenn ich wirklich Tag und Nacht dran arbeite und mich komplett dem widme. Manchmal. Kleine Hacks, damit es echter aussieht. Weathering ist ein Wort, was man benutzen kann, also das Altern lassen. Da kann man zum Beispiel bei Kunstleder zum Beispiel ganz gut, könnte man mit Acrylfarbe und so einem Schwämmchen könnte man so ein bisschen drauf tupfen, damit das diesen Alterungseffekt bekommt, um das jetzt mal ganz platt zu sagen.
Aber auch hier kannst du es natürlich so ein bisschen, na gut, mit einer Airbrush wäre es natürlich nochmal cooler, weil es kostet wieder Geld. Aber du kannst es alles nochmal so ein bisschen anpinseln, was ich nicht gemacht habe aus Zeitgründen, weil wirklich zwei Waffen und das Cosplay in 2 Wochen machen war echt heavy. Was man hier noch machen kann, ist natürlich, man kann auch so diese ganzen Ecken, Umrandungen noch so ein bisschen schattieren. Das gibt dem Ganzen nochmal eine andere Wertigkeit. Tatsächlich, wenn man jetzt sich die League of Legends Ingame-Charaktere anschaut, haben die das auch nicht immer alle, aber wenn du es in die Realität überträgst, wäre es nochmal ein bisschen echter. Also Weathering oder wirklich dieses Schattieren, dieses Altern lassen, das ist so die Technik, kann man auch ganz, ganz viel im Internet zu finden. Das ist eigentlich ziemlich nice. Ansonsten ist da aber auch die Stoffwahl wieder entscheidend, würde ich sagen, damit das echter aussieht. Man kann natürlich auch ganz viel vom Lab lernen, Live-Action-Roleplay, die machen das erst nochmal auf dieser viel realistischeren Ebene. Aber auch hier ist die Stoffwahl entscheidend, weil wenn ich jetzt hier kein Kunstleder genommen hätte, sondern irgendeinen Baumwollstoff, dann hätte das halt nicht den Effekt, den es haben soll. Es würde gar nicht so echt aussehen. Genau, oder also wie gesagt, generell die Stoffwahl ist super wichtig, dass man da vielleicht auch in den Laden geht und schaut, was würde denn optisch wirklich passen. Und dann durch Kniffe und Tricks das halt so ein bisschen, ja, in die Richtung bewegen. Hast du Zeit noch für eine allerletzte Pro-Frage? Ich habe Zeit. Also wir können auch länger machen. Ich weiß nicht, wie lange ihr Zeit habt. Und zwar fragt uns, nee, fragt dich, Vampirfussel, so heißt er oder sie. Hallo Ri, die kenne ich. Ja, was könnte man am besten machen, wenn man nur sehr unscharfe Referenzbilder findet für ein Cosplay? Zum Beispiel, wenn die Details einer Rüstung nur schwer zu erkennen sind. Weinen und das Beste hoffen. Ja, oder selber kreativ werden, oder? Selber kreativ werden, ja. Also sich trotzdem versuchen, alle Referenzen rauszusuchen, was geht. Ich habe tatsächlich für das Cosplay nicht so viele Referenzen bekommen. Es gab einen Trailer, da habe ich dann alles gescreenshottet, was geht, und habe mir zusammengereimt, wie es ungefähr aussehen muss, indem ich wirklich ganz lange davor saß und es mir immer wieder angeschaut habe, bis ich ungefähr wusste, was es darstellen soll. Man will jetzt meinen, dass man richtig geile Referenzen bekommt. Habe ich nicht. Ich habe 2 Bilder bekommen, weil die halt alles geheim halten wollten bis zum Release. Und es war echt heavy. Es war echt heavy. Du kannst mich privat anschreiben, du Nase. Du kannst mich privat anschreiben. Normalerweise gibt es aber relativ viele Referenzen. Das größte Problem an Referenzen ist, dass sie nicht eindeutig sind. Angefangen schon bei Anime und Manga. Du guckst aufs Cover, du schaust, also kaufst dir ein Manga, denkst dir so geiles Coverbild, sieht voll gut aus. Dann blätterst du da drin und ein Cosplayer wird erkennen, oh, der sieht ja in dem Manga sieht ja ganz anders aus. Ist ja blöd. Und da halten die sich selber nicht, die ganzen Zeichner, an ihre Details, und ein Cosplayer denkt sich so, ah, willst du mich verarschen? Und so ist das natürlich auch bei den Spielen. Da gibt es Splash Arts, also diese Titelbilder quasi von den ganzen Charakteren. Die sehen viel komplexer aus natürlich, als dann das Modell, wie der Charakter im Spiel aussieht. Da ist das natürlich immer ein bisschen simpler, wenn man den dann spielt. Und du bist immer so, boah, was mache ich denn jetzt? Also das ist eher das Problem. Ich verstehe, aber dieses Stichwort vielleicht als allerletztes noch, das Stichwort der Kreativität. Was ist sozusagen der kreativste Teil an dem ganzen Prozess? Wo würdest du sagen, kannst du auch selber von dir aus Dinge noch mit reinbringen, reinlegen und auch umsetzen? Dann wahrscheinlich, wenn du selber dir ein Outfit ausdenkst oder halt eine eigene Variante oder ein Design machst, das wäre natürlich kreativer. Für mich ist es aber schon kreativ, alleine das umzusetzen, weil wenn ich einen zweiten Cosplayer sehe, der das genau, also der auch das gleiche Cosplay gemacht hat, der wird es nicht genauso gemacht haben. Der bemalt das anders, der nutzt anderen Stoff als ich. Der wird zum Beispiel diese Streifen hier airbrushen. Das sind alles einzelne Streifen, das sieht man hier ganz gut. Das sind alles Nähte, das ist wahnsinnig. Und alleine meine Freundin, die beim Shooting dabei war, die hat Vi gemacht von Arcane. Die hat einfach alles geairbrushed. Ich so, es geht so viel schneller, ne? Also deswegen auch innerhalb eines Cosplays ist es sehr individuell, wie der einzelne Cosplayer das macht. Und das ist schon kreativ genug am Ende, wenn man dann das vergleichen kann mit wem anders. Super, Leslie, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein super Einblick in deine Arbeit, in deine
Welt und in das, wie du arbeitest und wie du das alles machst. Das ist sehr, sehr spannend, weil es hat auch viel mit dem zu tun, wie wir hier bei Creative Gaming zum Beispiel arbeiten, also dieses Digitales in eine analoge Welt holen und vielleicht wieder zurückführen und einfach ein bisschen spielerisch, perspektivisch anders auch mit den Dingen mal umzugehen und sie anders auszuprobieren und sich sozusagen so in Figuren, in Dinge reinfühlen. Das ist sehr schön deutlich geworden und man spürt auch, dass es dir sehr, 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 sehr viel Spaß macht, obwohl du es schon lange machst, das tatsächlich auch nicht aufhört. Und wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du dich entscheiden müsstest, was möchtest du am liebsten weitermachen, würdest du wahrscheinlich sagen, ich kann mich nicht entscheiden, oder? Es gibt so vieles, ja, genau. Also kurze Eigenwerbung, aber falls ihr Fragen habt, wirklich, die ich nicht beantwortet habe, ich rede so viel, ich beantworte sie wahnsinnig gerne im Stream. Es klingt blöd, schreibt sie einfach rein in den Chat. Macht es einfach, ich gehe richtig gerne darauf ein. Ich freue mich wirklich, wenn euch irgendwas interessiert. Ja. Super, ja, genau. Vielen Dank auch für die Einladung und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr vielleicht nochmal wieder bei Play. Vielleicht können wir da nochmal über andere Themen sprechen, die dich auch beschäftigen oder mit denen du zu tun hast. Also vielen Dank, Leslie, dass du Sehr heute bei gerne. uns warst. Danke Und ebenso. an alle anderen, die vielleicht auch in den nächsten Tagen bei den digitalen Hausbesuchen dabei sein wollen, die finden täglich um 11 Uhr statt. Morgen am Dienstag ist der E-Sports-Trainer Black Gator bei uns. Am Mittwoch ist die Game Designerin Christine Matt von InnoGames bei uns. Ist ja falsch. Wir sind bei ihr, bei InnoGames. Am Donnerstag besuchen wir Philipp Bockenfuß, der ist Audiodesigner bei Fish Labs. Und am Freitag sind wir in der Hochschule für angewandte Wissenschaft bei Anke Günther, die ist Game Designerin und Professorin für Game Design. Im Programm von Play 21 geht es jetzt weiter, natürlich im Play Valley. Das ist ja die ganze Zeit offen. Eine Führung dort findet nochmal um 15 Uhr statt. Um 16 Uhr startet dann der nächste Stream mit unserem Tutorial-Programm unter dem Titel Snack Time. Wir starten heute die Gespräche und unser Moderator Manu von Insert Moin wird die Streamerin Raubling zu Gast haben. Da geht es um How to Stream, also wie, was und was brauche ich eigentlich dafür, um zu streamen. Gleich danach geht es dann weiter mit How to Desert from Battlefield. Ortnina hat hier die Künstler Leonard Müllner und Michael Stumpf zu Gast, die uns erklären, wie man in einem Game eigentlich desertieren kann. Und die Abendshow heute um 20 Uhr hat den Titel Play's Next Top Companion. Alistair Acheson, Jessica Kattmann, Jenny Vergin und Christopher Weimann suchen zusammen mit Matthias Löwe die besten BegleiterInnen in digitalen Spielen. Nutzt dieses Festival, kommt vorbei, online oder bei uns hier in Hamburg in der Europapassage. Bis später. Tschüss.